Oh ja. Oh ja, oh ja, that's more like it. Und dann haben wir hier noch Dirt. Du kannst gleich. Ich werde jetzt mal diese... So, alles von mir gerettet. Kannst du mal aufhören mit deinem dämlichen Rumgeschieße, du komisches Viech? Willst du mich irgendwie angesprochen? Wieso, du schießt doch gar nicht auf mich. Vielleicht habe ich das ja programmiert, um uns beide zu ärgern. Ist der Programmierer anders als Kritiker? Analphabetiker? Ja. Wow. Wow. Renn schon wieder. Ich habe mir noch einen Lohnstab geholt. Lohnstab. Ja. Lohnstab. Wie er da rumfliegt. Ja. So. Also... Bald könntest du. Mhm. Ich nehme dich bei Wort. Wow. Ich bin so angespannt. Kannst du mir mal glauben? Ja, jetzt glaubst du mal. Ja, der Server tot. Ja. Das. Nein, nee, nicht mein erster. Ich bin doch da, damals beim Creeper. Beim Creeper? Ich bin kurz aufgestanden. Creeper. Wow. Diese scheiß Lohe. Diese Kacklohe. Lohe ist da. Ja, die ist da. Und die versucht mich schon wieder zu kicken. Die finden mich voll lecker, die Viecher. Kann ich gar nicht verstehen. Jetzt sag nicht viel schlecht vor Kompliments, sonst gibt's auf die Nase. So, Ja, aber da hat nach. So, ich hoffe, du bist nicht ausgerechnet da draußen ausgelockt. Irgendwo hinterm. Hinterm. Aber wie gesagt, ganz in der Nähe von deinem Tod. Bin ich ausgelockt. Oh. Ja. Hoffen wir das Beste. Doch. Ansonsten, ja, dann müssen wir gucken, wie ich meine Sachen rausbekomme. Dann bist du arg lange dran. Boah, eingekeuche hier. So, also, ich mag es ja gar nicht sagen, aber du dürftest können. Server beitreten. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Ach du Scheiße, du bist außerhalb. Ja, wir kommen hier rein. Nein, ich habe mich ausgelockt, weil... ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Oh, ich habe überlebt. Ja, 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 ja. Ich habe überlebt. Moment. Jetzt muss ich ja mal die Lohe hier killen. Ja.
sag, sobald die entweder auf deine Aufmerksamkeit sind oder alles. Ja, die sind auf meiner Aufmerksamkeit, aber im Moment jetzt nicht mehr. Gut, ich hab meinen Einloggen. So, ich hab ihn. Ich hab sie. Ah, jetzt ist noch eine da. Warte mal. Es ist noch eine da. Ah, Chris, Digga. Alter, hier kommen immer mehr von den Viechern. Hilft dann nicht mit Fackeln den kurz auszuschalten? Den Spawner kannst du nicht mit Fackeln ausschalten. Das ist das Besondere, glaube ich, an einem Lohnspawner, dass du den nämlich nicht mit Fackeln ausschalten kannst. Na. So, ich habe jetzt hier den Kasten noch erweitert. Ich habe den Kasten erweitert. Und also wenn du jetzt nicht ganz ungünstig verstorben bist, dann müsstest du jetzt eigentlich sicher sein. Ehrlich? Versuch es. Ich habe auf jeden Fall bei den, wie heißt denn dieses Zeug? Bei diesen roten. Ja, ich sehe dich nicht. Doch, ich sehe dich. Da bist du. Hier, komm. Hier. Komm hier rein. Haha, Digga. We've done it. Ja. Und Dings raus hier. Guck mal, was ich hier angerichtet habe. Siehst du das? Schöner Overkill, ne? Oh ja. Also, ich pack mal hier ein paar Sachen weg und hole mir mal meine Sachen wieder raus. Das ist gut. Das ist gerecht. So gut, dann zeige ich dir jetzt mal. Den Bauplatz unserer Hauptstadt. Wo bist du gerade? Ach da. Genau. Ja, komm hier durch. Alter, war das ein Abenteuer, ne? Oh ja. Habe ich jetzt eigentlich ein Bett dabei? Ja, habe ich. Du wahrscheinlich nicht, ne? Wenn wir Glück haben, ist keine Nacht. So, wir müssen hier durch. Hier hoch. Hier ist der Ausgang. Wenn wir Glück haben, ist keine Nacht. Ansonsten lockst du kurz aus und dann. Oh, es ist gerade Nacht. Warte. Lock du kurz aus. Ich mache einmal kurz Schlafi-Schlaf. Gott, habe ich jetzt viel Kram dabei. Ah, das war schön. Es hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Oh ja. Auch wenn man wirklich. So, du kannst wieder rein. Mhm. Ja, auch wenn es wirklich. Teilweise, also ich habe jetzt wirklich einen schweißnassen Rücken hier am Gamerstuhl. Ich klebe hier hinten regelrecht fest. Ja, da bist du ja wieder. Da ploppt er auf einmal so auf. Bah. Ja. Ja, das Alter. Ist ja lustig. Ja, so. Hier. Stadtzentrum unserer Hauptstadt. Ui. Das hier wird das Zentrum. Hier drauf kommt das Portal. Oh, guck mal, was ich da sehe. Davor hat. Pass bloß auf, dass ich nicht in die. Oh. Dumm von mir. Der hat hoffentlich. Hat er was kaputt gemacht oder hat er. Hat es nicht geschafft. Du, da musst du nämlich aufpassen, wenn der sich hier in der Nähe der Truhen in die Luft sprengt, dann ist aber mal Feierabend. Ne? Dann kannst du. dann ist Himmel. Dann ist Jahrmarkt im Himmel. Jo. Jo, übrigens hier irgendwo ist, wo ist sie? Hier ist die fast volle Truhe Erde. Also, falls du in Zukunft mal Erde brauchen solltest zum Auffüllen, da ist your supply. Wie gesagt, ich habe meinen, sehr. So, Der geheime Ortschaft. Okay, ich will dir noch eine Sache zeigen. Kommst du mit? Warte. Egal. Also wenn da irgendwas drin ist, was du gebrauchen kannst, nimm es mit. Ja, irgendwann mal. Hier ist der Eingang wieder. Also das Portal hier unten. Das Portal hier unten kommt weg. Das kommt da unten auf den Hauptplatz. Oben auf den Hauptplatz. Mann, ich stotter hier nur noch vor mich hin. Hui, ich bin aber auch wirklich. Also jetzt können wir uns dann auch bald begrüßen. Ja. Du verstehst, was ich meine. Ja,
Ich hab's ja selber in die Wege gesetzt, wollte ich schon sagen. Ja, du, wir versammeln uns hier sowieso die ganze Zeit, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, durch Discord verstanden. Versammeln. Ich wollte gerade sagen, Sprachbehinderte an aller Welt, vereinigt euch. Alter, ich finde diese Brücke geil. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön hier geworden. Das ist ein Augenschmaus-Orgasmus, was? Ja. So, eine Sache. Ich habe ein neues Wort erfunden. Augenschmaus? Das ist kein neues Wort. Nein, Augenschmaus-Orgasmus. Ah, Moose. Pass bloß auf hier, irgendwie war hier gerade was Grunzendes am Start. Du hast nämlich kein Gold. Ach, das war ich. Achso, du hast gegrunzt, alles klar. Dann hörst du dich neuerdings an wie ein Piglin. Ich hab gerade auch Spaß einfach mal die Stimme nachgemacht. Was? Alter, was? Dein Charakter sieht aus, als hätte er viel zu kurze Beine. So schnell läuft er mit den Beinen. Ist auch so. Ich hab, nur die Hippotana. Du, das ist eine Mod. Ich habe, das ist die Short, das ist die Short Legs Mod. Die habe ich hier installiert auf dem Server. Die macht meine Beine kürzer, dadurch laufe ich schneller. Außerdem gibt es ja Leute, die meinen, ich würde ständig lügen und deswegen habe ich kurze Beine. Oh, hallo, Kacke, geh weg. So, wo ist denn der Kevin? Du musst hier ein bisschen aufpassen, hier sind Massen von Skeletten, vorhin zumindest gewesen. Und die werden mit Sicherheit nicht friedlich sein. Boah, ganz ehrlich, also ohne Zeit. Dank dir habe ich meinen Arsch gerettet. Ja, dafür kannst du jetzt mal dieses Skelett. Ja. Bitte sehr, ich hab's auch auf meine Aufmerksamkeit. Oh, vorsichtig, Kackenfrosch. Also entweder wir rennen schnell oder wir rennen schnell. Oder schneller. Ach du meine Güte, noch mehr Skelettohren. Stell dir vor, ich schieß am Skelett vorbei und treff dich. Und dann fällst du tot um und ich darf deine Klamotten hier retten. Okay, das Pfeile. War... Ja, Eile mit Pfeile. Okay. Abgeworfen. Ach, was bin ich froh, dass ich mein Käsemesser wieder hab. Klingt irgendwie wie ein Spielername. Ja. Käsemesser. Hier hat mich vorhin ein Gast beschossen, als ich gerade zurück wollte. Kacke. Was ist denn da schon wieder? Da schießt doch schon wieder jemand. Herr Mondzukunft, kommen Sie, werden... Kommen Sie, für 3 Kilo Äpfel für 1 Euro. Und ich dachte schon, die Aufnahmesitzung würde unter Umständen für die lieben Zuschauer langweilig werden. Wir gehen jetzt nochmal rüber zu Bastion. Einfach nur, um es zu provozieren, dass wir doch noch unseren ganzen Stuff verlieren. Dann werde ich mich vorher abmelden. Was? Ja. Guck mal, bevor ich hier Multiplayer gemacht hatte, wusste ich das gar nicht, dass man das machen kann, halt, dass man sich abmelden kann und dann sozusagen andere den Kram aufsammeln können. Das wusste ich gar nicht. Ich habe so viel durchs Let's Play mit Freunden gelernt. Und vor allen Dingen bin ich mutiger geworden, das kann man sagen. Also bei Weitem, hast du gerade einen Gast nachgemacht? Eigentlich ein Schwein. Ach so. Was gerade an mir vorbeigelaufen ist, oder ich an ihm. What's up? Das waren noch Zeiten. Ach, ja. Ha, those were the days. So, aufpassen. Alter, ich verschieße mich selbst. Hier gibt es einige Stellen, wo man sich ganz super mal zerlegen kann. Ja, so heißt das. Sollte man vielleicht mein Leben auffüllen. Ja, füll dein Leben auf. Fill up your life. Ich hab mich fast. Oh, siehst du aus, Alter? Du bist ja voll gespickt. Ich sehe noch nicht mal was in meinem Profil.
Wir können ja nee, hier mal. Nicht. Guck mal, wir können uns ja hier mal einloggen. Wir können uns ja hier mal einloggen in der. Was? Ach so, hier ist kein. Ist kein Pulver drin. Ja. Da müssen wir noch Glowstone Dust reinmachen. So, wir gehen jetzt in eine Gegend, die noch nicht erkundet ist. Das hier ist das Portal von Sebastian. Und das ist eine der interessantesten Gegenden überhaupt. Pass auf. Hier ist nämlich ein total zerfetztes Dorf. Hier ist ein total zerfetztes... Upsi. Sag mal, hast du mich geschossen? Ich hab dich geschossen. Hast du mich mit der Armbrust beschossen? Mit der herzlichen Armbrust. Mit der herzlichen Armbrust. So, auf jeden Fall, hier, das wollte ich dir noch zeigen. Was wollte ich dir noch zeigen? Das ist hier so ein tierisch zerrissenes Dorf mit unglaublich interessanter Umgebung. Also wenn du mal Rohstoffe brauchst, ne, Eisen oder so, hier gibt es Höhlen, wo so viel Eisen drin ist, das kannst du nicht verbrauchen. So gut, komm, gehen wir wieder zurück. Oder willst du noch hier bleiben? Nein. Soll ich dich hier zurücklassen? Ich bin mit meinem Berg. Soll ich dich hier zurücklassen? Das kommt mir dann vor wie damals, wo ich da einfach meinen Ball zurückgelassen wurde. Ja, das kann schon mal passieren. Kevin spielt Minecraft, steht da. Im Discord. Ist so. Und jetzt müssten wir einfach nur den Weg wieder zurückfinden, aber, und das ist gar nicht so leicht, aber auch gar nicht so schwer. Gar nicht so mittelschwer. Huch! Ja. Wo bist du? Hier oben, hier. Wo die Hand leuchtet. Hier, hier, hier. Siehst du mich nicht? Ja, doch. Ich wollte einfach nur... Also ein Teil war echt... ernsthaft, wo ich nicht mehr weiß, wo ich hoch soll, aber ein Teil war jetzt dann am Ende nur noch Spaß. Ja. Okay. Wie oft ich mich hier verirrt habe in dem Kram, das glaubst du gar nicht. Also, naja, du hast es ja gesehen in der Serie, ne? Also, hier musste ich mehrfach von Kollegen rausgeführt werden, so wie so der verwirrte alte Mann, der sich irgendwie. Ich finde vielleicht, weil ich einfach mitspiele. Muss ich die Serie irgendwann mal wieder von vorne ab den Teil, wo ich mitmache, gucken. Ja. Also von vorne. Ich finde auch eigentlich seit hier so die Kerntruppe am Start ist, also Kittenkurmler, Tobi, du und ich, hat diese Serie auch erst so richtig Qualität. Hat genommen. Ja. So. Kittenkurmler beschwert sich, dass ich lange Gänge habe. Ich kann die Welt durch deine Hoden sehen. Du bist ein Arbeitskollege von mir, sein, der so was gemacht. Alter, was du so verstehst, das ist echt schon... Warte mal, Kackenfrosch am Start, irgendwo hier. Warum schießt du ständig auf mich? Das beschädigt meine Rüstung, Vogel. Ich muss dann hinterher wieder eine neue Rüstung haben. So. Dann gebe ich dir einfach die Rohdiamanten. Warte mal, ich habe nur noch 62. Entweder habe ich mich erzählt oder hat mich jemand beklaut. Du musst ja wieder zu dir zurück, ne? Also, ja. Ich habe in deinen Kopf geguckt. Ich habe in deinen Kopf reingeguckt. Dann ist das hier, ne? Irgendwo. Also, ja, hier ist meine... Nee. Das hier ach ist ja, Honky, warte mal, das, ich muss da eine andere Griffe. Hier ist Honky Island. Hier ist Honky Island. Ich bring dich nochmal zurück zu deiner. Ich bin jetzt glatt nach Hause. Kackenfrosch. Schweinesack. Hat sich da schon wieder jemand wehgetan? Icke. Ja, der Kevin, der tut sich immer weh. Ja, also hör mal, andere laufen ganz normal die Treppe runter, andere rennen, ich falle die Treppe runter. Ah ja, das erinnert mich irgendwie an Joe Biden und die Air Force One. Ach, fällt er da auch die Treppe runter? Er fällt die Treppe rauf. Er fällt die Treppe rauf. Ich schick dir nachher ein Video. War das nicht schon Family Guy etwas? Aber das war nicht Joe Biden. Das war was anderes. Wow, vorsichtig. Kackenfrosch am Start.
Tschüss. Ding dong. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen, aber er kann mich sehen und auch mich schießen. Links, rechts. Man kann ihn sehen jetzt. Ich kann den Vogel nicht sehen, der ist zu weit weg, der ist da im Fog of War. Ich sehe ihn aber ganz, ganz, jetzt nicht mehr. Ganz, ganz nichts mehr. Also die Sichtweite vom Sub-Hosting-Server ist wirklich schrecklich. Du weißt, wie es weitergeht, ne? Ich wünsche dir einen guten Weg. Bams. Hast du gerade das Skelett mit erschossen? ob ich das mit erschossen habe, ist die Frage. Ja, also irgendwie hat noch ein zweiter Pfeil das Skelett getroffen und da nehme ich mal an, das war deiner. Oh, es ist Nacht. Nacht ist da. Okay, ich baue ein Bett auf hier im Nether. Nö, brauchst du nicht. Ich gehe mal schlafen hier im Nether. Ja. Ja, das ist ja immer der Scherz. Spawn. Und mir hat jemand im Dings, also mit dem ich über Signal kommuniziere, hat mir geschrieben, so von wegen, ja, als du gesagt hast, ich könnte ja mal schlafen, habe ich echt gedacht, du baust aus Versehen das Bett auf und schläfst. Und bumm, ja. Da kannst du mal wieder sehen, was die Leute mir alles für Dummheiten zutrauen, ne? Also, es ist unglaublich, ne? Ich habe zwar den Spielernamen Honk, aber mit H. Und ein Honk mit H. Okay, ich habe keine Haare, das ist ein anderes Problem. Obwohl, momentan habe ich gerade wieder welche. Jetzt habe ich eine Kuhfarm in meiner Hühnerfarm. Warum ist denn die Tür hier offen? Ist doch kein Wunder, wenn hier alles in die Luft springt. So, mein Guter, also regulär haben wir noch eine halbe Stunde, wie es aussieht. Ich müsste noch mal eine Pause machen, weil ich sitze hier schon die ganze Zeit auf Kohlen. Also...